Also bei der Produktion waren Nils Konrad und Adam May noch beteiligt. Das waren zwei Freunde von mir. Insgesamt waren wir also ein Team von 3 Leuten. Und wir haben uns im Studium kennengelernt, im Zuge eines Uni-Projektes und das auch mit Filmen zu tun hat. Und daraufhin haben wir gemerkt, wir können gut zusammenarbeiten, haben tolle Ideen, die wir zusammen umsetzen wollen und können. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Also ästhetisch insgesamt knüpfen wir so ein bisschen am Neo-Noir an. Also so, naja, wenn man jetzt ein bisschen weiter zurückgeht, Blade Runner und die gleichen, wo zwar Text drin ist, aber wir wollten halt vor allem, wir arbeiten total gerne visuell und wollen gerne mit ausdrucksstarken Bildern unsere Story rüberbringen und sind dazu noch der Meinung, dass 2036, wo unser Film ja spielt, Sprachbarrieren sowieso gar kein Thema mehr sein werden, weil die Technologie so weit fortgeschritten ist. Deshalb haben wir sie einfach komplett rausgelassen. Vor allem ein Forum, wo man sich über aktuelle Strömungen in Wissenschaft und Kommunikation informieren kann und wo man so ein bisschen in den Austausch gehen kann. Wir sind auch das erste Mal hier, aber ich werde auf jeden Fall nochmal wieder herkommen wollen. Es hat mir sehr gut gefallen, sehr interessante Themen, sehr tolle Begleitung, sehr, ja, finde ich sehr schön.